Recht herzlich willkommen zur 59. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben die Dralo Escape unterwegs und die wollen wir doch jetzt mal gerade aufsuchen. Da ist er. Wir sind gerade um den Mund rum. Und los geht's. Der Dralo hat mir geschrieben, dass ich nichts mehr machen muss, außer die Tests. Und dafür muss ich 200 Kilometer über dem Mund sein, um dann noch einen Ruhkanister machen zu können. Die Sonne scheint, glaube ich, hier auf das Solarpanel. Das ist also auch gut. Und ja, wenn ich hier rechts klicke, dann kann ich Run Test hier unten machen. Darf ich aber jetzt nicht, weil das muss ich dann machen, wenn es soweit ist. Hier machen wir gerade Dingens auf. Da können wir dann alles sehen, was wir machen müssen. Kerbin steht hier noch, das müssen wir noch haben. Ja, wir müssen weg vom Kerbin. 75, 200.000 waren das, glaube ich. Sobald das da ist, muss ich diesen Test machen. Und ein Go muss ich dann auch noch machen. Warte, die blaue Sonne im Umlaufbahn ist. Ist das schon die blaue? Auf jeden Fall ist es schon die Umlaufbahn, ne? Oder ne, da wird es dann blau sein. Die gelbe, die dann blau ist. Das verschiebt sich dann jetzt gleich noch. Okay, dann passt das. Alles gut. Sieht cool aus, oder? Das ist da unten der Mund. Da ist ein dicker. Ja, Asteroid reingekracht wahrscheinlich. Voll der Krater. Die anderen auch. Jetzt war gerade so ein Wackeln im Bildschirm, ne? Weiß ich gar nicht warum. War für mich jetzt unerklärlich. Okay, das zieht jetzt nur weiter rum bis dahin. Jetzt ist die Frage, sollen wir schneller machen? Ich glaube schon. Was sind denn hier 200? Kann ich das irgendwo sehen? Noch 39 Minuten, ne? Das dauert ja noch eine Weile, ne? Warte mal, ich muss mir hier erst, den wollte ich noch aufklappen. Und dann wollte ich hier noch hin. Oberhalb von. Soll ich noch ein Go machen, ne? Nächsten Go, wenn du circa 200 Kilometer. High over Moon ist das dann. Achso, Thermometer. Schnell noch nach dem Thermometer gucken. Ob das da drauf ist. Es ist kein Thermometer dabei, kann das sein? Nein, das sieht nicht so aus. Shit. Hinterm Panel da irgendwo ist, glaube ich, auch nichts, ne? Oben drauf geklebt. Ne, das gehört zum Ruhkanister, glaube ich, ja. Ja, oder? Ha, Thermometer. Temperatur messen. Und senden. Ganz flott. Batterie läuft. Thermometer war neben dem Go. Alles klar. Gut, hat geklappt. Okay. So, Sonne scheint von da. Da ist auch ein Solarpanel. Alles gut. So, wir sind auf 185. Dann können wir gleich High Over Moon machen. Dann machen wir gleich noch einen. Und dann müssen wir auch High Over Moon Dingens machen. Wie heißt es? Sag schon, hier ein Ruhkanister und auch noch das Thermometer. Ich hoffe, das ist jetzt hier High Over Moon dann. So, und analysieren. Und da gibt es nochmal 30 Punkte. Und Transmit Data. Und auch wieder voll gewesen und alles geklappt. So, dann hier nochmal Temperatur messen. Da gibt es keine Punkte für. Doch, hier, oder? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Nochmal zurück. Nochmal. Ne, den will ich nicht. Ich will das hier. Wo ist er denn jetzt? Ja, verstehe ich jetzt nicht, aber Temperatur messen machen wir. Und übermitteln tun wir das mal gerade auch. Obwohl es da, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht Punkte gibt, ich weiß es nicht. Ist jetzt aber auch nicht wichtig. So, der kommt wieder rein. Sonne scheint auf dem Pendel, alles gut. So, wie sieht's mit der Bahn aus? So, da müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen schneller, glaube ich, laufen lassen. Tests haben wir gemacht.
Sieht jetzt irgendwie komisch aus, als ob das doch nicht zueinander passt, ne, oder? Aber das ist der Moon Escape und das ist dann wieder die Bahn um Kerbin, ne? Noch ein schneller. Da steht der Zeit bei, ne? 15, 14. Immer mal ein bisschen langsamer, habe ich schon wieder Angst, ne? Was schief geht. Noch, die nähern sich tatsächlich. So. Jetzt haben wir das gleich erreicht. Den Mond haben wir hinter uns gelassen. Wir gehen mal hier auf näher. Oh. Die andere Bahn ist weg. Wo ist die Bahn? Die ist mir mal da. Ist das alles so richtig? Okay, wir müssen noch bestimmt bis ans Ende ran. Machen wir da. Und da sind wir. Und dann ist das passend. Das heißt, wir müssen jetzt an den Motor ran, nicht Monitor, an den Motor ran. Thrust Limiter, da habe ich jetzt was Falsches erwischt. Hä? Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich kann den Test nicht machen. Rechtsklicken ging vorhin. Hä? Was ist denn jetzt schief gelaufen? No target. So, anders machen wir jetzt erstmal den hier. Display off. Ich könnte es sein, dass wir keine Verbindung Richtung unserem ist gerade der Mond dazwischen oder? Ich weiß nicht. Wo ist der Mond? Der Mond ist da. Ist der gerade zwischen Kerbin und uns, dass wir da gerade keinen Empfang haben oder sowas? Entschuldigung. Da hinten ist aber schon wieder der. Wofür ist diese Linie? Keine Ahnung. Ja, passt gerade, ne? Könnte sein, dass wir gerade keinen Empfang haben, weil der Mund dazwischen ist. Das ist jetzt die einzigste Idee, die ich habe, dass das sein könnte. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen vor. Ich weiß jetzt nicht, wann das wieder passt. Weil gerade der Mund auch, ne, der geht da lang, wir gehen da lang. Irgendwann sind wir aus dem Schatten vielleicht raus, oder? Ich glaube jetzt schon, oder? Checken wir das nochmal ab. Definitiv haben wir Sonne. Ah, jetzt geht's. So, Run Test. Und der war jetzt erfolgreich. Wunderbar. So, und dann noch hier den Gu aufmachen. Auch nochmal. Und da gibt's irgendwie wenig Punkte, oder was? Inoperable Transmit. Brechen wir nochmal ab. Temperatur messen. Bringt irgendwie nicht wirklich was, oder? Hm, komisch. Gut, ist so. Ja, ich messe einfach mal. Ist ja, glaube ich, jetzt nicht so ganz was Schlimmes, ne? Und ja, den Gu mache ich dann auch, oder? Ah ne, den Gu soll ich machen, wenn wir auf dem Kurs um die Sonne sind. Und da sind wir noch gar nicht. Das ist ja mal gut, dass das so schief gegangen ist, in Anführungsstrichen, ne? Das bedeutet nämlich, dass wir da hinten sein müssen. Da. 3 Stunden 2. Also, ja, ich melde mich dann nachher wieder, ne?
Okay, kriegen wir wohl hin. Das ist der Escape, ne? Vom Körben, genau. 3 Stunden mal schnell fliegen lassen, ne? Oh. Komisch, der ging jetzt ganz schnell, ne? 1 Stunde und 4 Minuten dauert das noch. So. Minutenmäßig schneller. 52, 50, 49, 48. Ich habe nur Angst, dass ich, aber eigentlich kann ich ja nichts verpassen, ne? Weil danach gibt es nur den Kurs um den, um die Sonne. Ja, 17, 16, 15. Zup. Und da ist er wieder weg. Und ich sehe nichts mehr, ne? Ach, da sind wir. Okay. Da ist der Mond seine Bahn. Ah, jetzt haben wir den Kurs um die Sonne, oder? Ja, interessanterweise sind wir ziemlich wir können dann hier Eve vielleicht irgendwann mal sehen, weil wir da nah dran vorbeikommen. Nicht schlecht, oder? Naja, alles gut. Mo, Eve, Luna ist weiter außen. Wir hätten aber auch noch Treibstoff zum Brennen, obwohl es doch eine ganze Ecke weg sah. Eben nur aus der Perspektive so aus, als ob es ziemlich nah wäre, ne? Ist aber nicht. Gut. Okay. Dann haben wir das so. Jetzt die Tests noch durchführen. Und dann haben wir das erledigt. So. Temperatur. Oh, da geht richtig was, ne? Ist voll geladen. Schicken wir. Antenne kommt. Daten sind übertragen. Sonne brennt. Gut. Und dann der Go noch. Ja, 30%. Machen wir mal, ne? Zack. Oh, Batterie war noch nicht wieder voll, aber sollte trotzdem reichen, ne? Dann. Wunderbar. Ja, das ist alles geklappt, oder? Erstmal. Bin ich ja zufrieden. Erfolgreiche Mission. Wir können noch weitere Sachen bestimmt machen, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind. Wir haben ja noch Treibstoff dabei. Gut, aber für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.